Hi, ich bin Ian Holloway. Und heute gebe ich euch einen Tipp hier für besser Putten. Besonders ein bisschen zu tun mit, wie wir denn ein Grün lesen könnten und auch, wie wir denn den Ball besser ausrichten können. So, der erste Schritt, wenn ich denn einen Putt mache, ist, ich muss denn der Break finden. So, ich muss der Grün lesen. Die meisten Leute machen das mit den Augen. Aber ich mache das besonders mit meinen Füßen. So, ich würde hier nach vorne gehen, nicht natürlich auf der Balllinie gehen. Und ich stehe hier auf der Seite hier und merke schon, welche Füße ist höher und welche Füße ist tiefer. Und er gibt ein besonderes Gefühl hier, dass in diesem Putt ich habe einen Break vom rechts nach links. Weil wenn ich hier stehe, mein rechter Fuß ist ein bisschen höher als mein linker Fuß. Das bedeutet, es ist nicht so viel und ich gebe meinen Break hier außerhalb von der rechten Lochkante. Dann kommen wir dann zu unseren Zielen. Und das Zielen ist ganz wichtig, weil die meisten Leute, die zielen außerhalb, von wo die denn hinziehen wollen. So, ich nehme mein Logo hier auf meinen Ball. Ich lege meinen Ball dahin. Ich check und überprüfe, dass diese Linie richtig ist. Komme hier hin. Richte meinen Putter aus. Guck zum Loch. Und dann einfach den schwingen lassen, sodass der Ball rollt auf meine Linie. Die nächste Mal, dass ihr seid auf dem Grün, gebt dieses Grünlesen-Tipp eine Chance und richtet deinen Ball auf deine Linie.